Ja, halli, hallo, hallöde Leute, da sind wir wieder, das Anton und der Döskopf, und wir heißen euch herzlich willkommen zu einer schönen kleinen Runde Pokémon Infinite Fusion. Und was sehe ich denn da im Chat? Ein Partyhut zur Feier des Affiliate-Jubiläums. Ja, kommt hin. Ich glaube, im Juni vor zwei Jahren habe ich Affiliate freigeschaltet bei Twitch. Leider immer noch nicht Partner. Für Partner braucht man, glaube ich, so 50 Zuschauer so im Schnitt. Ich habe so im Schnitt 5. Aber egal, wir sind Affiliate. Yay! Schon seit 2 Jahren. Kann ich das auch machen? Ja, kann ich auch. Yay! Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben das letzte Mal Pyro platt gemacht. Wir haben sogar Darkrai und Cresselia uns geschnappt. Geil eigentlich. Wir haben jetzt legendäre Pokémon. Wir haben Mew, wir haben Darkrai, wir haben Cresselia. Cool. Weiß ja nicht, vielleicht will ja jemand aus denen was bauen für Johto. Aber ich will es nicht, dass es dann ein bisschen zu overpowered ist. Also aufpassen. Dann ist Team Rocket von, wie heißt das Ding? Zinnober, von der Zinnober-Insel runtergefahren zu den Sevii Islands, zum Glutberg. Da stehen wir gerade. Auf der, es ist ein Kindle. Zunder, oder? Die Zunderstraße, irgendwie sowas. Und da sollen wir sie wohl jetzt aufhalten, davor Lavados zu stören. Ne, Lavados hat hier irgendwo sein Nest oder ihr Nest oder keine Ahnung wie oder was. Und wir sollen Team Rocket aufhalten, hier mit Lavados irgendwie Unfug zu treiben. Bin mal gespannt, wie das wird. Ich wünsche mir eigentlich fast, dass wir es nicht schaffen, sie aufzuhalten. Ich möchte sehen, wie die Triple-Position aussieht. Ich möchte, dass die Arctos, Zapdos, Lavados Triple fusionieren und wir dann dagegen kämpfen müssen. Das fände ich eigentlich ziemlich cool. Leftover. Amulet Coin. Okay. Let's go. Gibt's denn hier Feines? Hier liegen Kisten rum. Wie kommt das? Feuerstein. Wir sind hier bei den Flintstones. Familie Feuerstein. Und jetzt dann fangen wir mit noch einem Pokémon fusionieren. Nee. Du kannst ja fusionierte nicht noch weiter miteinander fusionieren. Du musst ja dann erstmal aufsplitten. Tja, das wird halt interessant, ob sie diese Triple-Fusion nur schaffen oder nicht. Ja, was? Nö. Madara, let's go. Hä? Du hast uns den ganzen Weg hierher gefolgt? Ohne ein Boot? Naja, aber das Gebiet hier, also du hast hier keinen Zutritt. Also, verschwinde mir jetzt aus der Sicht. Der sagt, ich soll weggehen, greift mich aber gleichzeitig an. Was denn jetzt? Soll ich weggehen oder soll ich kämpfen? Wir kämpfen. Gestern war Wahlparty. Was habe ich verpasst? Haben gestern vieles gemacht. Wir haben gestern 3 legendäre Pokémon gefangen. Mew, Darkrai und Cresselia. Wir haben mittlerweile den Vulkanorden. Und sind jetzt gerade auf dem Glutberg bei Team Rocket, um Lavados zu retten oder irgendwie sowas. Und wir haben angefangen, ein neues Team zusammen zu planen für Johto. Wenn wir mit Kanto abgeschlossen sind, würde ich in Johto gerne ein neues Team zusammenbauen. Und wir haben schon 5 Pokémon. Es wäre ja, da wäre vielleicht noch eins für dich offen. Wir haben zurzeit vom Typ her Pflanze, Wasser, Feuer, Elektro, Stein, Fee, Gift, Geist, Psyche und Kampf abgedeckt. Du könntest also was zusammenbauen aus Unlicht, Flug, Eis, Drache, Normal und ich glaube Boden.
Garados plus Geowatts? Haben wir das? Das haben wir nie aufgeschrieben, glaube ich. Ich glaube, das wurde nie aufgeschrieben. wenn du das so kombinieren kannst, dass es Flug plus Boden ist, dann könnte man es machen. Geht das? Oder Stein plus... Ne, Stein ist ja schon drin, ne? Stein ist schon drin und Wasser ist schon drin. Das ist blöd. Und Flug plus Boden funktioniert nicht. Es sei denn, Gara, das ist zuerst Flug, aber ich glaube, es ist zuerst Wasser. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube ja. Ich glaube, Stein plus Fee haben wir. Ja, genau. Wir haben hier Despotar mit Gardevoir. Stein plus Fee. What the fuck ist das denn? Steht das auf dem Kopf? Steht das auf dem Kopf? Oder... So fast irgendwie. What the fuck? Ja, Käfer wäre auch noch frei, glaube ich. Nochmal. Ja. Ach stimmt, wir hatten erwähnt, dass wir vielleicht das sechste Pokémon wieder zu einem Hänger-Pokémon machen. Und da vielleicht Parasekt mit... Oder heißt er Parasekt? Ich weiß es gar nicht. Paras mit... Cherox kombinieren, was dann am Ende Flug und Stahl ist, ne? Käfer und Stahl. Käfer und Stahl. Weil wir da dann Sporen hätten zum Einschläfern. Wie auch immer diese Sporen heißen. Und Force Vibe zum Verletzen. Ja, das war nur eine Idee, ne? Aber das könnten wir vielleicht machen, wenn es ihm gefällt. Wir könnten es auch Griever nennen. Ich hätte ganz gern wieder ein Pokémon dabei, was fangen kann. Ist eigentlich schon schade, ne? Wir haben das Team jetzt endlich fertig. Wir sind bald fertig mit Kanto und müssen dann ein neues Team aufsetzen. Was schon schade. Ja. Hier fehlt eigentlich noch ein gescheiter Move. Was klatschen wir hier noch rein? Wir müssten hier Water Pulse noch rausmachen. Und vielleicht sogar noch Draining Kiss später. Hier hätte ich gerne noch Erdbeben drin. Ach hier, ne? Das dein Griever ist jetzt übrigens fertig. Und hat die Pyro, die Vulkanarena natürlich gesolot. Ja. Der hat die. Ja, die weggeklatscht. hier sieht's. Ja, hier könnte man Ancient Power noch ersetzen durch irgendwas. Weiß noch nicht so richtig was. Also wenn ihr Vorschläge habt, sagt Bescheid. Und hier hätte ich auch noch gerne Erdbeben. Und hier wäre noch ein besserer Steinmove. Nicht schlecht. Steinkante oder sowas, wie das Ding heißt. Ja. Ansonsten ist das Team eigentlich schon ziemlich fertig. Ja, ich hab's wieder voll verkackt, weißt du? Wer geht denn davon aus? Ich hab da einfach null dran gedacht, dass in der Feuerarena das erste Pokémon vom Typ Pflanze ist. Ja, es war irgendwie Feuer-Pflanze-Kombination. Und ich hab's versucht einzuschläfern. Und dadurch fast das Aufbuffen und Swipen dann halt verkackt. Fast. Wer hat dich hier reingelassen? Eindringling! Was? Jesse und James? Das sind Jesse und James? Gleich gibt's Ärger. Und es kommt noch härter. Ja, Jesse und James, Alter. Geil. Weebell? Ist also Gift... Plus Gift, also Gift, pur. Pures Gift.
Weiß nicht, ob man der hier vielleicht Psychokinese beibringen könnte. Dann hätte sie zumindest einen Konter gegen Gift. Müssen wir mal nachgucken, ob sie die TM kann. Und hier haben wir jetzt Licky Bock. Das ist normal plus Gift. Habe ich nichts Gescheites dagegen. Jesse und James, ob die noch einen Mauti einsetzen? Das ist die große Preisfrage. Gar nicht effektiv, hä? Warum waren das jetzt nicht effektiv? Aber Weeping Bell? Also Wee ist Weezing, ne? Das andere ist dann halt das Ultrigaria oder das Zazenia oder was auch immer es ist. Und da müsste doch auch wieder Gift sein, oder? Komischerweise, oder ist es doch Pflanze? Ich teste das jetzt mal. Pflanze? Ist Knofensa zuerst Gift und dann Pflanze? Macht doch gar keinen Sinn. Verbrannt! Ich habe mein Gleichgewicht verloren. Dass das Jesse und James sein sollen, finde ich ein bisschen blöd. Überhaupt nicht aus wie Jesse und James. Solltest nicht hier sein. Das ist eine Team Rocket Operation. Boss, es tut mir leid, dass ich versagt habe. Sollte eigentlich Monogift sein, ne? Weil Myrapla, beziehungsweise, nicht Myrapla, der Knofensa, beziehungsweise die ganze Evoline, müsste erst Pflanze und dann Gift sein. Und wenn das als zweites Teil in der Fusion ist, kommt wieder Gift. Sei denn, es ist doch andersrum? Warte, jetzt gucke ich nach. Knofensa. Pflanze Gift. Pflanze Gift. Pflanze Gift. Es müsste Mono Gift sein. Komisch. Nee, das höre ich zum ersten Mal, dass das so wäre. Ich denke, es ist dann Mono. Ich weiß aber nicht, ob das so ist. Donphan plus Garados mit Sturdy. Haben wir einen Donphan? Das ist die Frage. Wir müssen das Team ja quasi bauen, bevor wir überhaupt nach Johto gehen. Wir müssen es ja schon bauen und leveln, weil wir in Johto eben nicht neu anfangen, sondern direkt halt mit starken Gegnern anfangen. Muss ich nachgucken, ob ich irgendwo einen Donphan habe. Oder ob ich es irgendwo noch herbekommen kann. Was wollten wir jetzt? Oh. Hier gibt's was Neues, ne? Makago. Ob ich auf den einen Blizzard klatschen kann? Ja, jetzt auf jeden Fall, oder? Jetzt musst du auf jeden Fall einen Blizzard überleben. Locker sogar. Kann ich die Kanto fangen? Super. Dann können wir das machen. Ich muss sagen, das sieht irgendwie komisch aus. Ich bin das hier gewöhnt. Das hier kenne ich. Nehme ich. Heiße Schnecke. Ha! Ich werde dich zu einem
Ist das ein Chip? Werde ich zu einem Chip verbrennen? Oder was ist das? Ein Crisp? Burn you to a crisp? Ich werde dich knusprig braten, quasi. Ich verbrenne dich, bis du knusprig bist. Uff. Geowatts plus Radikal. Okay. Müsste ja Stein sein. Die hat das überlebt. Nicht mal mit Sturdy einfach, sondern einfach nur so überlebt. Heiß, heiß, heiß. Genau das gleiche Problem war ja auch im Kraftwerk, ne? Dass da eine Tür war. Und wie ist da die Reihenfolge? Don van Kopp oder Garados Kopp? Dass ich mir das gleich mal aufschreibe, dass wir das geklärt haben. Ich gehe mal von Don van aus, ne? Damit es dann auch Boden plus Flug ist, ne? Garados ist ja Wasserflug. Gehe ich mal davon aus. Also Griever. Dom. Und Gara. Was? Ja. Sonst wäre es ja Wasser, wenn Gara das zuerst wäre. Stimmt, Eis ist vierfach schwächer da. Mit den legendären Vögeln auf unserer Seite werden wir unaufhaltbar sein! Golkan hatten wir schon mal als Gegner und muss sagen, sieht einfach voll geil aus. Richtig fettes Vampirvieh. Was ist denn Golbat vom ersten Typ? Flug oder Gift? Das ist jetzt. Oh, egal, Outrage. Das ist eine Schande. Du hast doch keine Ahnung von der Großartigkeit, die Team Rocket bald erreichen wird. Eine Sackgasse? Geh weiter. Fass ja nicht den Schalter an. Ah. Schalter. Feel the crunch. Taste the crunch. Schade. Kein Flinch. Let sing. Also we sing am Ende. Mogmog? Ledian. Ladybug. Ledian wahrscheinlich, also. Käfer plus Gift. Bleib mal bei Feuer. Genau. Genau, Alter. Das wird mich auf keinen Fall in meinen Träumen verfolgen. Nein. Warum auch? Ah, ah. Alter, wie das aussieht, ey. Ja, das könnte jetzt ein Problem sein, du.
wusste doch, ich hätte mehr Zeit darauf verwenden sollen, die... LXD. Hier die Sicherheit aufzubauen in dieser Höhle. Oder Sicherheitssystem oder sowas. Genau. Nur zur Sicherheit. Ah. Endlich! Lavados, das dritte und letzte legendäre... Der dritte und letzte legendäre Vogel. Wir haben schon Arctos und Zapdos? Schaut doch nur, wie majestätisch es aussieht. Wie es da so bösartig über der Lava fliegt. Menacingly. Ist nicht bösartig, das ist ein Menacingly. Ist schon so bösartig, aber irgendwie so irgendwas anderes. Nichts ahnend, dass es schon bald ein Teil von etwas viel, viel größerem wird, als es selbst ist. Aber dieses mächtige Biest wird uns seine Kraft nicht willentlich überreichen. Da kommt der Meisterball ins Spiel. Natürlich. Wenn es genauso läuft wie bei den anderen, dann sollte es schnell gehen. Nun gut. Lasst uns keine weitere Zeit verlieren oder verschwenden. Ich denke, wir haben alles, was wir brauchen. Fangt dieses Biest sofort. Die sind ganz schön weit entfernt von uns. Halt! Stopp! Das ist Team Rocket Gebiet. Du kommst hier nicht rein. Buffet. Ich weiß immer nicht, wie man das aussprechen soll, das Wobbuffet. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, aber wohin genau? Golbat, ich weiß nicht, ob der mit Flug oder mit Gift anfängt, aber wohin genau müsste eigentlich Psycho sein. Bei Psycho würde ich Shadow reinschicken. Was sagt denn der Bot? Welcher Bot? Welcher Bot? Bot Offit. So, der Text-to-Speech. Wo Buffett? Wo Buffett? Wo Buffett? Keine Ahnung. Habe ich gerade gesagt? Genau. Psycho. Wo ist das Buffet? So heißt er. Wo Buffet? Buffett. Das war unfair. Ich finde, war das unfair. Kann ich Psychokinese ihr beibringen? Ja. Soll ich dafür den Wasserpuls wegmachen oder den Draining Kiss? Wahrscheinlich den Wasserpuls, der bringt hier nicht so viel. Sonst noch irgendwas? Nur Grieber macht Wasser. Ihr seid mir welche. Nur Xela darf Elektro machen, nur Grieber darf Wasser machen.
Das gibt's ja gar nicht. Du, nee, keine Chance. Du wirst nicht mit dem Boss sprechen. Ich finde es interessant, dass er bei Outrage gar nicht fragt, ob man das Pokémon wechseln möchte. Ich dachte, er würde dann bei einem Kill trotzdem fragen, willst du weiter angreifen? Oder willst du weitermachen oder willst du das Pokémon wechseln? Das fragt er gar nicht. Ja, wie bereits erwartet, war Lavados oder hatte Lavados keine Chance gegen den Meisterball. Genauso wie die anderen beiden. Wo wir gerade davon sprechen, jetzt wäre doch eine gute Zeit, um sie rauszubringen. Und nun? Nun ist der Moment, auf den wir schon so lange Zeit darauf hingearbeitet haben. Das ist der Moment, in dem Team Rocket zu vorher unerreichbaren Höhen ansteigen wird. Sollen wir es jetzt machen, Boss? Ja, ist Zeit. Fusioniere die drei legendären Vögel! Nicht einen weiteren Schritt. Niemand außer den höchstrangigen Mitgliedern von Team Rocket dürfen darunter. Oder dürfen hier sein. Okay, okay. Razaf? Mit, ich weiß nicht, soll das Hundemon oder Hunduster sein? Ich glaube Hundemon. Also Unlicht und Kampf, ne? Unlicht und Kampf. Da hab ich nichts. Mach mal einfach Outrage. So. Im Madara, der rasiert einfach alles mit Outrage. So eine geile Attacke. Gut, gegen Stahl ist ja nicht mehr so gut. Mist. Nicht gut. Das arme Hunduster. Ist da verwirrt, ne? Wechseln wir mal. Weedos. Also Weezing und DOS von sag schon. Dodri? Doduo? Nee. Warte mal. Was endet auf DOS? Endet auf DOS. Nicht Lavados. Auf Englisch. Was endet auf Englisch auf DOS? Irgendwie an Doduo gedacht, aber nee, das endet ja nicht auf DOS. Garados! Ah, es ist das Gift plus... Nee, Ariados! Dann müsste das Monogift sein. Oder vielleicht Gift plus Käfer. Bin mir nicht ganz sicher. Du bist zu spät. Ich habe dich lange genug aufgehalten. Die Fusion ist bereits abgeschlossen und niemand kann uns jetzt aufhalten.
Das werden wir sehen, Freundchen. Das werden wir noch sehen. Oh, hinter dem ist was. Kann ich den rauslocken? Kann ich ihn nicht rauslocken? Ärgerlich. Er kommt nicht nach vorne. Verschwinde jetzt. Team Rocket wird keine Wahl haben, außer dich zu zerquetschen. Er will ja nicht mal kämpfen. Der weiß wohl noch nicht, dass wir Rocket Balls haben. Genau, wir benutzen einfach den Rocket Ball. Und fangen ihn zurück. Kann man Rocket Bälle gegen gefangene Pokémon benutzen? Das wäre lustig. Behold. Schaut her oder irgendwie sowas. Ergötzet euch. Die allererste Dreifachfusion. Das ist der Anfang einer neuen Ära für Team Rocket. Wahrlich, niemand wird es jemals wagen, sich noch mit uns anzulegen. Nein. Du verstehst nicht, was das für Team Rocket bedeutet. Dies ist ein Pokémon, das einfach jedem einzelnen Pokémon in überlegen ist. Indem wir es unter unserer Kontrolle haben, sind wir jetzt nun wirklich frei, können wir jetzt nun wirklich machen, was auch immer wir wollen. Wir müssen nun nicht mehr in im Geheimen operieren. Wir können nun über alles und jeden herrschen. Arenaleiter, die Top 4, die können nichts gegen dieses Pokémon anrichten. Es gibt in der Tat keine einzelne Person in der Welt, der die Macht hätte, uns zu stoppen. Außer vielleicht Döskopp. Und wenn nicht mal die Top 4 uns, wenn nicht mal die Top 4 diese Bestie aufhalten können, dann sag mir, was genau versuchst du hier nun eigentlich zu erreichen, Döskopp? Dachtest du etwa, wüsstest du nicht, dass du unsere Operation infiltriert hast? Meine loyalen Untertanen haben mir alles berichtet, wie du uns hierher gefolgt bist und wie du versucht hast, uns davon abzuhalten, den legendären Vogel zu fangen. appreciate. Ich heiße es gar nicht wohl, wie du andauernd versuchst, dich in unsere Angelegenheiten einzumischen. Aber dieses Mal kamst du zu spät. Wie ich gerade meinen Untertanen gesagt habe, es gibt keine Person mehr, die für uns eine Gefahr darstellen könnte. Und du, Döskopp. Ja, du. Du sollst nun demonstrieren, dass ich recht habe. Es kommt eigentlich nur darauf an, was für ein Level das hat. Egal wie mächtig diese Fusion ist, wenn es nur Level 50 ist. Aber es hat 3 HP-Balken. Und es sieht wirklich so aus, wie ich es mir gewünscht hatte. Es hat 3 verschiedene Köpfe. Und es scheint sogar 3 verschiedene Abilities, oder? Das Ding hat 3 HP-Balken, 3 Abilities? Hat es dann auch 12 Attacken? Kann es 3-mal die Runde angreifen? Was für ein Typus hat das jetzt? Ist das Elektro, Feuer und Eis? Wenn ja, ist Stein nicht effektiv gegen alles von denen? Außer Eis vielleicht? Ich guck gerade mal. Stein gegen Eis? Stein gegen... Ist das eine 6-fach-Schwäche? Also, gehen wir jetzt mal davon aus. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass das Ding eventuell 3 Typen hat. Hat es dann eine 6-fach-Schwäche gegen Stein? Ich hätte mit Xela starten müssen. Aber wir probieren es jetzt einfach mal aus. Wir gucken, was passiert. Ja? Es greift sie wirklich einzeln an, ha? Macht das Ding jetzt 3 Attacken oder was? Es macht 3 Attacken! Das ist ja krass.
Fuck you, Alter. Der hat gerade 6 Attacken hintereinander so durchgekloppt, weil er mich halt paralysiert hat und dadurch war ich dann langsamer in der zweiten Runde. Wow. Jetzt bräuchte man Attacken, die großflächig treffen, sowas wie Surfer halt. Attacken, die halt allgemein viel treffen, ne? Wären jetzt praktisch. Weiß nicht, welcher von dem welches Element hat. Aber theoretisch sind sie ja alle zweifach schwach gegen Stein, ne? Ach, M ist Moltres, A ist Articuno, Z ist Zapdos. Okay. Welchen wollen wir denn ausschalten? Zapdos kann Xela nicht viel anrichten. Arctos könnte ihn einfrieren, Moltres könnte ihn verbrennen. Verbrennen wäre ein Scheiße. Ich würde Moltres zuerst ausschalten. Ich denke, das muss ja mit vierfach Schwäche. Hat nicht für einen One-Shot gereicht? Fuck. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass es ein One-Shot ist. Das war jetzt blöd. Das war jetzt echt blöd. Kann der mehrere treffen? Keiner kann hier mehrere treffen, das ist scheiße. Na gut, dann schalten wir erstmal jetzt Moltres oder Articuno. Zapdos, machen wir Zapdos weg. Stefan, nimm dir die Brille weg. Brauch bloß einen Moment, dann sehe ich wieder. Hätte ich gewusst, dass der nicht one-shottet, dann hätte ich lieber Zapdos zuerst ausgeschaltet, ne? Okay. Ja, verbrannt. Ach, verbrennen kann uns ja nicht wehtun, ne? Oder? Wegen Magic Guard. So, wer darf jetzt... Du darfst es beenden. Articuno. Ich hoffe, ich bin schneller. Ach, ich dachte, er hat eine Gesteinsattacke, hat er aber gar nicht. Na gut, Fire Punch gegen Eis. Geht auch. Fire Punch gegen Eis. Hut wechseln. Welchen denn? Ich hätte Relaxo, ich hätte Pikachu, ich hätte ein Evoli, ein Gengar. Auch nicht Pokémon-basierende Hüte. Ich nehme einfach mal einen. Den hier zum Beispiel. Jetzt habe ich den auf. Der ist auch okay. Oder? Die sind alle scheiß heiß, ey. Muss mir noch überlegen, wie ich das mache, wenn der Sommer richtig loskickt. Wie ich dann bei der Hitze hier klarkommen soll. Das kann nicht sein. Das hier? Wie heißt der? Totoro oder sowas, oder? Da ist es von so einem Anime, Mein Nachbar Totoro. Das kann ich nicht glauben. All diese Zeit und Mühe oder Aufwand. Nur damit es durch ein einfaches Kind ruiniert wird. Und das schon wieder.
Boss? Der Vogel benimmt sich irgendwie merkwürdig. Oh oh, das ist aber nicht gut. Boss, was sollen wir jetzt machen? Soll ich den Befehl geben, sie nochmal zu verfolgen, oder? Also, obwohl, wir haben ja eigentlich gar keine Meisterbälle mehr. Ich muss gehen. Die Zukunft von Team Rocket ist unklar in diesem Moment. Ich muss mir da jetzt ein paar Sachen in Ruhe nochmal überlegen. Aber, Boss, folge mir nicht. Das ist ein Befehl. Denkst du, er geht zurück zu der Arena wahrscheinlich in Vatania City, ne? Weiß nicht. Lass uns das hier beenden und dann warten wir auf die Befehle, auf die nächsten Befehle vom Boss. Labrados beruhigt sich. Kann man jetzt Labrados fangen? Es starrt hier dir intensiv in die Augen. So als würde es dir eine Herausforderung geben. Oh, wir sind jetzt übelst verletzt, ne? Sollen wir versuchen, Labrados zu fangen? Arctos, Zapdos, Labrados? Eispick! Damit können wir dann in den Seeschauminseln nach unten klettern, denke ich. Und der Schlüssel für Labrados. Zapdos. Nice. Jau! Mensch, du. Ich denke, eine Hydropumpe überlebt das Ding, oder? Ist doch ein Legendary. Genau deshalb speichert man vorher. Genau deshalb speichert man vorher. Ist doch ein Legendary. Ja, gut, es ist halt eine Hydropumpe, ne? Es war mal ein Legendary. Jetzt ist es Kentucky Fried Chicken. Wie funktioniert eigentlich der Levelball? Ich habe das jetzt schon mehrmals gefragt und ich habe noch nie eine Antwort bekommen. Gibt es da Unterschiede, wie groß der Levelunterschied ist? Oder einfach nur höheres Level, gute Fangrate? Oder gibt es da so mehrere Tiers? Also keine Ahnung, 10 Level höher, 20 Level höher, 30 Level höher, 40 Level höher und dann wird er immer besser. Oder einfach nur entweder drüber oder drunter. Fertig. Das wüsste ich gerne mal. Autsch. Haut aber ganz schön rein, du. Ich weiß nicht, ob ich das noch mehr verletzen kann auf einem anderen Pokémon, ohne dass es stirbt. Da haben wir es. Wir könnten natürlich das Johto-Team auch einfach voll klatschen mit Legendaries. Dass da in jedem der sechs Pokémon mindestens ein Legendary drin steckt. Könnten wir auch nochmal machen, alles nochmal umbauen. Oder ihr sagt, das ist vielleicht overpowered. Weil
Die haben höhere Stats, ne? Überlasse ich euch. Ihr habt ja immer noch die Wahl oder immer noch die Option, eure Pokémon umzubauen, bis wir nach Johto gehen. Bis wir die Top 4 abgeschlossen haben, dann fange ich an, die Dinger zu bauen. Und wenn ich dann eure Pokémon gebaut habe, baue ich sie nicht nochmal um. Also bis dahin habt ihr Zeit. ja, wie nennen wir es? Der Chat hat sich gewünscht KFC. Also Kentucky schreit Ficken. Ach, hier kommen wir raus. Okay, cool. Können wir jetzt direkt zum Kraftwerk gehen und zu den Seeschauinseln gehen und die anderen beiden noch holen? Oh! Oh, jetzt bitte kein Duell. Bei mir ist alles verletzt. Levelball. Mal 1 bei gleichem oder tieferem Level, mal 2 bei höherem Level, mal 4 bei doppeltem Level und mal 8 bei vierfachem Level. Also doch gibt es Stufen. Das ist gut. Okay. Okay. Aber vierfaches Level, das wird schwer, ne? Da muss es echt niedrig sein. Aber gut, okay. Jetzt kommt, wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten. Kakpu hat mich hierher geflogen auf seinem Pokémon. Also hast du wirklich Team Rocket ganz alleine besiegt? Du hättest da wenigstens mal auf mich warten können. Also der Rocket-Boss ist wirklich, versteckt sich jetzt wieder. Ist wieder zurück in sein Versteck gegangen. Ja, keine Ahnung, wo er hin ist. Ich schätze mal, ich schaue mir mal diese verlassene Arena in Vertania City an. Ich habe Gerüchte gehört, dass dort irgendwie was Zwielichtiges vor sich gehen soll. Also vielleicht können wir ja zumindest ein paar Informationen dort herausfinden, wenn wir Glück haben. Ich kann dir gar nicht genug danken dafür, dass du mir geholfen hast, mein wertvolles Schiff wieder zurückzubekommen. Nimm diesen Schiffpass hier und dann werde ich dich gerne so oft, werde ich dich gerne halt überall auf Savvy Islands hinbringen. Ich denke Savvy Island, weiß nicht. Wollen wir das nach Johto machen oder nach Kanto? Würde ich auch euch überlassen. Ob wir das dann mit dem Kanto-Team machen oder ob wir es dann nach Johto mit dem Johto-Team machen. Ich glaube, es spielt keine große Rolle, was für eine Reihenfolge wir das machen. Ja, sieht so aus, als wären wir hier fertig. Jetzt da das Schiff wieder mir gehört, werde ich dich gerne wieder zur Zinnoberinsel zurückbringen. Oder würdest du jetzt gerne die Savvy Islands exploren gehen? Nö, ich würde jetzt erstmal zur Zinnoberinsel gehen, mir noch die anderen beiden Legendaries holen, Vertania City, die Arena, Top 4 abschließen und sowas, ne? Und dann können wir nochmal Savvy Islands gehen. Vielleicht wird sogar Glurak dort irgendwann mal so ein hohes Level, dass er dann auch mal Flare Blitz einsetzen kann. Und dann bauen wir das Johto-Team und gucken uns mal die Johto-Arenen an. Macht Sinn so, oder? Ich denke, so machen wir das. So. Abdos.